Simon Perrault auf digitaler Zaubertour in Karlsruhe. Der 36-Jährige zeigt seine Tricks auch in Hongkong, Abu Dhabi oder Las Vegas. Die Tricks mit dem iPad, sie treffen offensichtlich genau den Nerv der digitalen Zeit. Wobei, der studierte Wirtschaftsingenieur setzt nicht immer auf Technik. Hauptsache, der Spaß kommt nicht zu kurz. Sogar der berühmt-berüchtigte Löffelverbieger Uri Geller macht mit bei Simon Perrots iPad-Magie. Hey Uri, ich bin heute in Karlsruhe im Einkaufszentrum für Landesschau. Ja, bereit, Löffel ist da. Ah, okay, now. Das funktioniert. Okay. Great, great. Still bending? Ja, es biegt sich immer noch. Fantastic. Wow. Seine iPad-Magie läuft so gut, dass er das ganze Jahr für Auftritte um die Welt reist. Sein Zauberassistent Christoph soll bald auch mit den Tricks von Simon Perrault auftreten, um die vielen internationalen Anfragen erfüllen zu können. Angefangen hat alles ganz analog. Ja, als Jugendlicher habe ich in New York beim Straßenspieler 20 Dollar verloren und wollte wissen, warum. Meine Schwester hat mir ein Zauberbuch geschenkt. Damit habe ich angefangen, die ersten Tricks zu lernen beim Magischen Zirkel in Karlsruhe. Dann ging es so alles weiter, habe hier studiert in Karlsruhe, parallel die Show weiterentwickelt, habe viele Preise gewonnen. Simon Perrault lässt Obst in seinem iPad verschwinden. Wie macht er das bloß? Ausnahmsweise gibt der Magier einen Einblick in seine digitale Trickkiste. Genau hinsehen. Und da ist es hier drin. Und jetzt kann man das quasi. Verblüffend, oder? Das ist digitalisiert. Okay. Und jetzt kann ich hier einkaufen drücken. Mhm. Und jetzt wandert es in den Warenkorb und ist schon per E-Mail zu Hause. Da können Sie mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Super, ist toll. Was sagen Sie dazu? Finde ich ganz toll. Und für Sie war das, weil Sie es nicht erklären konnte, Zauberei. Und das heißt ja, jede Technik, die fortgeschritten genug ist, lässt sich von Zauberei nicht mehr unterscheiden. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, warum man das natürlich auch mal mit dem Augenzwinkern keinen richtigen Trick anwendet, sondern Spaß macht und trotzdem merkt, dass die Menschen irgendwo dran glauben, dass das vielleicht sogar hätte passieren können. Simon Perrault kann mit seinem iPad in fast allen Lebenslagen helfen. Ganz kurz, wir bieten einen neuen Service an. Und zwar, wenn Sie nicht entscheiden können, ob Salat oder Suppe essen möchten, haben wir hier eine App, den Löffel. Und wenn Sie dann anders entscheiden, einfach durchwechseln, können Sie natürlich auch einen Salat essen. Er sorgt mit seinen Tricks für ungläubiges Staunen. Simon Perrault, ein Badener, erobert mit seinem iPad die magische Welt.